1930 wird die Partei Jugend neu gegliedert. Die HJ für die 14- bis 18-Jährigen, die Jungmädel für die 10- bis 14-Jährigen, der Bund Deutscher Mädel für die 14- bis 18-Jährigen und das Jungvolk als Kernorganisation der HJ für Jungen unter 15 Jahren. Kurt Gruber, Reichsführer der HJ 1931. Wir wollen als junge Garde des Nationalsozialismus die Fackelträger der deutschen Idee sein. Im Zeichen des Hakenkreuzes, getrieben vom Blut unserer edlen Rasse, wollen wir kämpfen für Raum, Brot und Arbeit unserer Nation. Nach kurzem Verbot tritt die HJ 1932 auf dem Reichsjugendtag in Potsdam zum ersten Mal öffentlich in großen Formationen auf. Tausende marschieren an Schirach und Hitler vorbei. Vor den Reichstagswahlen zieht Hitler durchs Land und verspricht im Fall seines Sieges, das Mehrparteiensystem abzuschaffen. Die Gegner werfen uns Nationalsozialisten vor und mir insbesondere, dass wir intolerante, unverträgliche Menschen seien. Wir wollten, sagen sie, mit anderen Parteien nicht arbeiten. Und ein nationaler Politiker verschärft das noch, indem er sagt, die Nationalsozialisten sind überhaupt nicht deutsch, denn sie lehnen die Arbeit mit anderen Parteien ab. Also ist es typisch deutsch, 30 Parteien zu besitzen. Ich habe hier eines zu erklären, die Herren haben ganz recht. Wir sind intolerant. Ich habe mir ein Ziel gestellt, nämlich die 30 Parteien aus Deutschland hinauszufegen.